sind wir wieder, ihr Frühstücksfernsehen live aus Berlin, liebe Zuschauer. Vor 20 Jahren war Big Brother ein TV-Experiment, über das wirklich jede Zeitung geschrieben hat. Der Untergang der Menschheit wurde prophezeit. Dabei begann damals eine neue Ära, wie wir jetzt wissen, nämlich die der Reality-Formate. Plötzlich wurden ganz normale Menschen berühmt und zum Teil sehr erfolgreich. Wir freuen uns jetzt hier auf eine Frau, die vor genau 20 Jahren Fernsehgeschichte geschrieben hat. Alida Kuras, erinnern Sie sich noch? Sie ist die Gewinnerin der zweiten Big Brother Staffel. Bis heute ist Alida eine erfolgreiche Moderatorin, noch dazu jetzt gerade eine frisch gebackene, glückliche Mutter. Und bevor es am nächsten Montag mit Big Brother der Jubiläumsstaffel in Sat 1 um 20.15 Uhr richtig losgeht, ist Alida heute Morgen bei uns und erzählt uns von ihrem Experiment und was Big Brother ausgelöst hat bei dir im Leben. Schön, dass du da bist. Willkommen. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr. Was hat der Sieg damals vor 20 Jahren in deinem Leben bewirkt? Also es hat sich komplett alles verändert, muss man sagen. Auf einmal war man bekannt und man wurde als Star gehandelt, obwohl ich mich selber nie so gefühlt habe. Weil ich war ja nur ich selber und finde, habe jetzt so nicht was geleistet, wo man sagen kann, das hat Starpotenzial. Und dann war es eben einfach ungewöhnlich, dass jeder deinen Namen kannte. Du überall warst, nicht nur in den Nachrichten, in jeder Sendung. Ich hatte Bodyguards. Ich wusste gar nicht, was das ist, dass Leute wie ein Schatten hinter einem sind und auf einen aufpassen. Also das war schon eine tolle Zeit. Und es war eben noch mal krasser als heutzutage, weil damals war das so, dass ja alle befürchteten, dass die Menschheit sozusagen verkommt, weil man Menschen im privaten Bereich ja beobachtet. Was ist heute anders als in eurer Zeit damals? Meinst du, wenn heute die neue Staffel losgeht? Ja, wenn bei Reality-Formaten heute im Vergleich zu dem, was ihr damals durchgemacht habt. Ich glaube, dadurch, dass wir damals noch nicht so richtig wussten, wie es funktioniert, auch wenn es vor mir schon eine Staffel gab, die sind im September ausgezogen, da sind wir schon eingezogen, also man konnte das gar nicht mehr so richtig dann verfolgen, was passiert. Heute gibt es die Influencer, heute ist ja Handy ganz, ganz groß. Wir damals, als es hieß, gib mal das Handy ab, da hatten wir es schon freiwillig in die Box gelegen. Ne? Heute werden die wahrscheinlich sich dran klammern und sagen, ich muss doch ein Foto machen, eine Insta-Story. Also das wird schon anders sein. Ich glaube, der Fokus, was das angeht, ist ein anderer. Aber wenn die dann in dem Haus sind, dann vergisst du ja natürlich irgendwann die Kameras, weil du ja normal leben musst. Und dann zeigen sich auch in der Tat die wahren Gesichter. Ja. Das ist ja immer so das Ding, ne? Dass manche nehmen sich vor, irgendwie eine bestimmte Rolle einzunehmen. Es funktioniert aber nicht, weil die Menschen, die besonders natürlich sind und einfach nicht was vorgeben, irgendwas anderes zu sein, werden dann erfolgreich. Bei dir ist es so, du bist eine der wenigen, muss man sagen, die wirklich ein sehr erfolgreiches Leben danach geführt hat. Was machst du so? Wie verdienst du deinen Lebensunterhalt? Also ich habe das große Glück, dass ich freiberuflich entscheiden kann, wann ich arbeiten möchte, wie viel ich arbeiten möchte und arbeite im Teleshopping heute angekommen und sehr, sehr happy dabei, Channel 21. Also es macht wirklich Spaß und ist einfach eine neue Welt. Aber auf dem Weg dorthin, ich durfte am Brandenburger Tor Silvester moderieren, ich hatte eine eigene Show auf ProSieben. Also es war so ganz, ganz viel, was ich erleben durfte und bin unglaublich dankbar für die Zeit. Und ohne das wäre ich... Ja, ich habe ja Jura studiert, dann hätte ich das zu Ende studiert wahrscheinlich und würde irgendwo in der Kanzlei vielleicht sitzen, ich weiß nicht. Oh, das hast du nie bereut, dass du den Weg so gegangen bist? Nein, das war genau das Richtige. Hast du noch mit deinen Mitbewohnern von der Big Brother Staffel damals Kontakt? Also aus meiner Staffel, Harry, den sehe ich ab und zu mal auf irgendwelchen Veranstaltungen und sonst leider nicht. Ich hätte gerne mit Hanka noch Kontakt. Hatten wir über Jahre, hat sich dann aber irgendwann zerschlagen und ansonsten nicht. Und die, die noch so ein bisschen auftreten, ja, mit denen, die sieht man ab und zu. Gab es jemals, viele machen ja dann, Jürgen zum Beispiel ist ein erfolgreicher Ballermann-Sänger geworden und es gibt ja wirklich ein paar Leute, die daraus unheimlich was geschlagen haben und für uns damals war das so ungewöhnlich, dass eben normal, dass ein Automechaniker auf einmal eine berühmte Persönlichkeit wird, der als Promi gilt und viel Geld verdient. War das jemals diese Showbranche in der Richtung Musik machen oder ne, Mallorca-Star werden? War das was für dich? Zum Glück erinnert sich keiner. Ich hatte tatsächlich auch mein Lied. Das war dann danach auch ziemlich schnell irgendwie in den Top-Single. Ich weiß nicht, 25 Platz. Habe aber gemerkt, ich kann nicht singen. Ich fühle mich da nicht wohl. Auf einmal hatte ich eine Band und sollte dann nochmal performen. Und das war mir einfach zu unangenehm. Also das ist nicht meins. Und ja, habe mich dann in der Moderation quasi wiedergefunden, wo ich auch so sein darf. Und das ist auch das Schöne am Teleshopping, da darfst du auch so sein, wie du bist. Du musst dich nicht verstellen, du musst keine Rolle spielen, wie ihr hier auch. Ihr seid auch so, wie ihr seid. Und das macht Spaß. Das ist toll. Und das ist wahrscheinlich genau das Geheimnis, was man den Kandidaten, den Mitbewohnern mitgeben kann, die jetzt bei der neuen Jubiläumsstaffel mitmachen, dass sie einfach das rausfinden, was kann ich gut, wofür stehe ich, wer bin ich und nur das zeigen und dann können es erfolgreich werden. Liebe Zuschauer, am Montag geht's los, am 10. Februar um 20.15 Uhr die Jubiläumsstaffel von Big Brother. Alida Kuras heute Morgen. Ja, ich freue mich auch drauf. Super. Das gucke ich auf jeden Fall. Schön, dass du heute da bist. Dankeschön. Danke.